Ein Bericht von Helge Reindl war das. Und jetzt geht es bei uns um Mode. Es geht um Jeans unter anderem. Ist übrigens das einzige Kleidungsstück, das von allen Bevölkerungsschichten und Altersklassen getragen wird. Liebe Andrea Batti, begrüße dich sehr herzlich. Guten Abend. Aus Hall in Tirol. Hallo. Zu uns gekommen. Gott. Boutique Andrea. Ja. Jeans und viel anderes steht heute bei uns im Mittelpunkt. Buntes Herbstprogramm. Schauen wir gleich hinein. Angelika ist die Erste, die uns welches Jeansmodell hier präsentiert. Sie zeigt uns eine Boyfriend-Jeans. Eine Boyfriend-Jeans, wirklich für größere Größen umgewandelt, abgewandelt. Sie hat trachtige Variante, jetzt im Herbst, wie in die Wiesen, Oktoberfest, Törkelen, volles Programm. Es ist jetzt sehr modisch natürlich kombiniert. Wir haben auch beim Boyfriend, sieht man vorne die Knöpfe, wie eigentlich die Männer die Jeans tragen. Dahinter ist aber ein Reißverschluss versteckt. Also es ist wirklich frauentauglich gemacht. Sie ist schön umgekrempelt. Wie findet denn die Frau die richtige Jeansform? Ob Frau, ob Mann, ob dünn, ob dick, es ist völlig wurscht. Man muss in ein gut sortiertes Geschäft gehen mit einem kompetenten Personal. Und spätestens die dritte Jeans muss passen, sonst bin ich im falschen Geschäft. Psst, weg. Raus. Gut, wunderbar. Sind die Materialien elastisch? Die sind elastisch. Man merkt es auch, es ist eine Leinenstruktur, es ist komplett elastisch. Die Bluse ist elastisch im Vichy-Karo. Also es ist wirklich auch ein Tragekomfort. Angelika, vielen Dank. Die Doris ist die Nächste, die zu uns kommt. Eine schöne Steppweste. Ja. Die, so Gilets eignen sich ja für die Übergangszeit besonders gut. Das ist perfekt. Das ist ja im sportlichen Bereich, im Trachtenbereich. Gilets gibt es ja überall und schon ganz viele Jahrzehnte eigentlich in der Mode oder nicht wegzudenken. Man adaptiert sie einfach modisch. Jetzt haben wir die sportliche Variante mit dem Stepp, natürlich auch für die größeren Größen. Hier schön schmal gesteppt, hinten breiter, dass es auch ein bisschen einen Sanduhreneffekt bietet. Auch Jeans? Auch Jeans. Sie hat jetzt ganz eine klassische Black Denim Jeans. Gerader Schnitt, ganz unkompliziert, den man auch mit allem drum und dran kombinieren kann. Sehr fesch. Andrea, eine Frage. Bitte. Ich meine, ich bin ja nicht sehr modebewusst, wie du weißt, aber karierter Schal und tupfte Schuhe. Ja, vor 10 Jahren hätte man es nicht getragen. Jetzt trägt man es, man mixt wirklich die Muster, die Farben müssen halt stimmen. Ja, man trägt, und es was darf da das ist, auch uns präsentiert. So machen wir es. Ja, oder? So können wir es auch tun. Gut, vielen Dank. Astrid kommt in einem schönen Mantel. Was ist das für ein Material? Es ist ein Wollmantel mit unten einem Fellimitat. Mhm, auch für den Winter geeignet? Es ist auch ein leichter Wintermantel, bei unseren Temperaturen natürlich auch im Winter tragbar. Wir haben jetzt einen sehr schönen Stehkragen. Und heuer ist die Mode ja auch, dass man ganz puristisch die Kragen trägt. Man kann also den Kragen abnehmen. Als Stehkragen haben wir es heute, dass man auch das schöne Fellimitat. Oder wenn es kalt ist, nimmt man eine Kapuze mit. Sehr fesch. Ganz fesch. Das ist auch ein sehr schöner, edler Glanz. Also, Entschuldige, bitte. Möchte dich nicht unterbrechen. Na, alles gut. Die Jeans ist eine Destroy Jeans mit einer hellen Waschung, extra slim. Sie betont natürlich sehr die Beine. Das ist ja ein Witz, gell? Früher hat man das weggeschmissen, wenn sie ausgewaschen waren oder Löcher hatten. Teuer. Und heutzutage muss man dafür bezahlen. Ja, es ist teuer, so eine Jeans zu kaufen. Ne? Wie schaut es überhaupt mit Farben aus? Worauf sollte man denn achten, wenn man jetzt ein bisschen eine größere Größe braucht? Dass die Farben natürlich jetzt schon ein bisschen gedeckter sind, weil auch der Mustermix sehr plakativ ist. Dass man es einfach wirklich dezenter kombiniert und auch nicht gerade an den stärksten Stellen, sprich jetzt bei der Oberweite der Damen, jetzt mit wilden Mustern ist, dass es noch mehr betont wird. Vielen Dank. Die Angelika kommt ein zweites Mal zu uns mit einer schönen Wolljacke. Beschreibt sie uns ein bisschen, das ist, hat keine Knöpfe, sehe ich. Sie hat keine Knöpfe, weil beim Strick ist natürlich, es fällt einfach besser, wenn die Strickjacke keine Knöpfe hat. Sie fällt leichter und legerer mit Knöpfe oder wenn sie gar gebunden ist. Es formt natürlich die Dame und die Figur schon sehr, sehr aus. Und das wollen wir ja vermeiden, wir wollen ja kaschieren und 10 Jahre und 10 Kilo wegmogeln. Ja, warum nicht? Schöner Mustermix auch beim T-Shirt. Ja, also wir haben jetzt wirklich kariert. Wir haben Perlendruck, wir haben hier Glasperlen drauf, wir haben Blumen in der Jacke. Also es ist wirklich ein sehr Mustermix, den man gesehen haben muss und nicht sehr fesch beschreiben kann, weil sonst sagt man, das passt gar nicht. Die Doris zeigt uns eine wunderschöne Lederjacke. Ist die echt? Also echtes Leder? Nein, fake. Nein, die Doris ist echt. Aber, die Jacke ist fake. Es ist Blätter gedruckt, also es ist wirklich eine Kunstgeschichte, was sehr schön ist. Ist die waschbar? Sie ist waschbar. Man sollte sie halt in einen Wäschesack reintun, das einfach und nicht schleudern, weil sonst haben natürlich die ganzen Blätter überall Knickfalten und bügeln kann man sie natürlich nicht. Fesch. Wir haben jetzt die gleichen Schuhe gelassen, die wirklich nur als Eyecatcher dienen. Jacke und Doris. Vielen Dank. Astrid, eine schöne Bluse mit Blumenprint, Floraler sehr bunt. Druck, eine schöne Seidenbluse, auch wieder elastisch. Fesch. Was wirklich auch zur Jeans schön zu tragen ist, ne?
Wir haben es wieder nett kombiniert, dass man es auch ein bisschen eleganter, ein bisschen rockiger tragen kann. Wirklich zur Jeans auch ein elegantes Oberteil wählen. Also man soll nicht nur sportlich tragen. Unsere Zuseherinnen mögen das ja wahnsinnig gern, dass wir oder dass du auch ein bisschen größere Größen zeigst, nicht so, so mager Models. Ja. Beim Gürtel, da fragen manche, passt das dazu, wenn man jetzt, sag ich mal, Wir haben natürlich getrickst, weil der Gürtel ist nicht komplett freigelegt. Wir haben jetzt nur einen Teil freigelegt. Also ein bisschen geschummelt ist natürlich schon. Die Jugend wird es vorne reinstecken. Wir haben es jetzt nur die halbe Partie. Oder wenn man dann steckst du vorne rein. Die Jugend wird es vorne reinstecken. So. Also bitte. Und man kann natürlich den Gürtel auch hüftig tragen. Wir sagen dann Bauchweggürtel, weil er schummelt vom Bauch weg. Man schaut nicht auf die Riedeln, man schaut auf den Gürtel als Eyecatcher. Hast du für Männer auch was in deiner Boutique, in Hall? Noch nicht. Schade, weil den Gürtel würde ich kaufen. Ja? Also, Andrea Bauti, herzlichen Dank. Dankeschön, gerne. Aus Hall im schönen Tirol. Meine Damen, wunderbar. Schön und fesch wie immer. So, eine... Danke.